Das ist eine Dungeon! Das. Aber ich sag mal so, das stand 10 plus. Ich würde mal vermuten, zu zweit wird das nicht gerade so hier. Easy going. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auch zu zweit hin. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern als erwartet. Ja, okay. Damage-mäßig teilen sie genauso viel aus wie... Ich hol meine Laterne raus. Ja, doch, das geht voll. Das geht noch klar. Zu zweit... Ich dachte, das wird ein bisschen schwieriger, aber... Der vereist sie einfach. Ich backsteppe sie und das war's. Jawohl, das ist... da, das ist Kinderkram. Warte mal. Ich hol mir mal einen Buff, damit... Na, krieg keinen Buff. Schade. Aber ein XP-Boost ist nicht schlecht. So, nochmal auffüllen. Ja, das kriegen wir auch so hin, Mann. Und da steht 10 plus, what the fuck. Wenn wir jetzt nicht unbedingt alle auf einmal pullen, dann ist das zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Oh, so wie jetzt. Ja, genau, halt die einfach vereist. Ich knöpfe sie mir von hinten vor. Jawohl. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen schon anstrengender. Aber der weiß sich zu helfen. Und ich werde immer schön aufgeheilt, das ist gut. Das ist gut, Alter. Und das, dafür braucht man 10 Mann. Das kriegen wir zu zweit gerade hin. Solange ich immer schön aufgeheilt werde, das passt mir so. Jawohl, boah, Alter. Das nenne ich Teamwork. Zwischen Magier und Trickser. Aua, aua. Das tut jetzt weh. Das war's. Auf Wiedersehen. Das Gute ist, ich kann direkt wieder hier hingehen, mich kurz eben auffrischen. Ja, auffrischen. Und weiter geht's. Ach, das ist ja, das ist ja, das ist ja alle Pipifax. Wenn jetzt hier noch ein Boss käme, dann würde ich vielleicht noch was anderes dazu sagen. Weil einen Boss schaffen wir definitiv nicht. Aber so bis jetzt, Kinderkram. Das Gute ist ja, ich teile ihn dir auch einigermaßen gut Damage aus. Und solange das der Fall bleibt... Okay, jetzt sterbe ich. Vielleicht sollte ich ihm helfen. Vor allen Dingen, der hält am meisten aus. Okay, meine Gefährtin ist tot, das ist schon mal... Ach, die ist wieder auferstanden! Perfekt! Oh, fuck me! Nein, 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 nein! Kann ich nicht? Jetzt wird das eng! Jetzt wird's eng! Jetzt wird's richtig eng! Ich kann mich auch nicht aufheilen, weil ich im Kampf bin. Oh, shit. Ich halte es noch aus. Da der Priester bei ihm, glaube ich, verreckt ist, kriege ich keine Heilung mehr. Doch, jetzt kriege ich wieder welche. So, jetzt bin ich wieder auch im Spiel. So. Es fehlt nur noch 3 Stück nach ihm. Kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. So schnell sind wir hier. Auf Wiedersehen.
sind nur noch 3 Echsenmenschen. Wenn ich mich nicht recht erinnere, war das sogar die billigen. Also nicht die so ganz starken. Oh, nein. Never mind. Die haben ja doch was drauf. Okay, solange wir sie so zusammenhalten, kann ich sie gut mit Flächenschaden volldecken. Den großen Damage machen die irgendwie auch nicht. Ha, easy going. Vielleicht passt es, vielleicht passt sich auch das Ding hier der Spieleranzahl an. Das kann natürlich auch, oh. Das kann natürlich auch der Fall sein, dass es sich dementsprechend anpasst. Je nachdem, wie viele Leute hier sind. So. Das wird jetzt aber der etwas interessantere Kampf. Weil ich weiß nicht, was der für Damage macht. Bosse sind für gewöhnlich immer die Assholes, die was... Ja, der... Nein, der macht nicht viel. Und die! Das geht noch. Den kriegen wir downen. Ich dachte, du hast mehr drauf. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Nee, da kommt nichts. Ah, der geht da. Oh, okay. Okay. Das ändert natürlich ein bisschen einiges. Fuck. That escalated quickly. Wenn wir es schaffen, den Kriegsschaman schnell fertig zu machen und er muss nur kiten. Ich kann den Rest übernehmen. Aber da muss er ein bisschen kiten. Okay, ich habe ihn unterschätzt. Also ihn so direkt angreifen lassen sollte ich vielleicht doch nicht. Bei Damage technisch macht er... Nein! Noch nicht! Noch nicht! Ich kann noch nicht sterben. Noch nicht. Komm schon! Down! Yes! Yes, 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 Sieg ist unser. Egal, ob wir sterben oder gewinnen. Auf jeden Fall haben wir die Dungeon geklärt. Das reicht mir. Oder die Begegnung, was auch immer. Das reicht mir schon. Das ist schon Sieg genug. So, weg mit ihm. Er ist sogar alleine mit denen klargekommen. What the fuck? Beeindruckend. Also meinen Respekt hast du dir in dieser Sache definitiv verdient. Analysieren wir mal, was ist das? Ich ziehe das mal einfach nur an. Nur um zu sehen, wie das aussieht. Okay, das sieht ziemlich beschissen aus. Ah nein, warte mal. Das kann ich mir mein Schwert einfach... Oder besser gesagt mein Dolch. Kriegt zwar nicht viel raus, aber das passt schon. Eine fünffache Verzauberung. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich habe ja noch nicht alle Sockel, die ich habe, sagen wir mal so, vollgestopft. Kann man vielleicht noch einiges machen. Okay, ich brauche noch einen Ertrunken und dann sind wir durch. Hier, perfekt. So, bin fertig. Hol mir noch die hier eben schnell. So, bin jetzt gespannt, ob da jetzt noch irgendwie, ob das jetzt alles war, ob ich jetzt nochmal den restlichen Dailies annehmen soll oder was jetzt überhaupt der Fall ist. Oder habe ich, oder fehlt noch was? Nee, es ist eigentlich alles fertig. Hier kann ich die Dailies abgeben, hier sind noch ein paar zu den Agenten hingehen und so ein Zeug, das ist alles da. Also, alles Paletti, würde ich mal sagen, ne? Hier geben wir mal ab. Ich kann es nochmal machen. The fuck. Die smaragdgrüne Enklave wird kämpfen, um dieses Land zu schützen. So. Das war das eine.
Jetzt kommen die nächsten. Entweder der Gezeitenmeister tief in dem Minenbau haust ein Echsenvolksschaman, der Gezeiten genannt wird. Seine Zauber haben schon den ein oder anderen Mitweifel des Simco. Ich wäre höchst erfreut, wenn ihr sie rächen könntet. Kehrt zu mir zurück, wenn der Gezeitenmeister nicht mehr lebt. Okay. Heldenhafte Begegnung, Waldläuferrettung. Ich mache mir große Sorgen um meine Waldläufer. Ich habe Devin Fletcher ausgesandt, um unserem Feind in der Nähe der Black Dagger auszubringen. Doch seine Rückmeldung ist lange überfällig. Ich fürchte, dass er in Schwierigkeiten geraten ist und gerettet werden muss. Könntet ihr nach ihm sehen? Schocktruppen durch die Gezeitenwoge wurde eine Vielzahl aquatischen Humanoiden an Land geschwemmt. Sie halten nun die gesamte Gegend besetzt und haben unsere Waldläufer zurückgedrängt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Kreaturen die Küsten plündern, doch normalerweise setzen sie sich nicht fest. Sie haben sogar Udo Stonekin und seine Leute aus den Minen in diesem Gebiet vertrieben. Diese Kreaturen sind nahe der Silbertropfen und der Glimmersteinmine in Stellung gegangen. Ich befürchte, wir werden unsere eigene Stellung nicht gegen einen weiteren Angriff der Humanoide verteidigen können. Wenn ihr allerdings die Reihe der Feinde in die Minen ausdünnen würdet, dann würde unsere Chancen ansteigen. Sie treu treiben sich in den Silbertropfen herum. Ah, so, jetzt muss ich in die Silbertropfminen herum rein. Gut, dann machen wir das. Ach so, das ist der Typ, der geholfen hat. Ich finde es ja witzig, dass er sich bei mir bedankt. Ich musste die Scheiße eigentlich selber noch machen. Also war das sozusagen, kamst du mir gerade richtig. Hier geht etwas Unnatürliches vor sich. Ich fange an zu glauben, dass diese Minen nur Unglück bringen. Was machen wir denn? Das Fleischdingsterbumser mache ich jetzt nicht nochmal. So, ich mache jetzt mal Sevetel-Schlachten. Die Seetrolle und das Echsenvolk in diesem Gebiet scheinen ihre Befehle von einer Bande abstoßender Sevetten entgegenzunehmen. Wetteln sind hasserfüllte Kreaturen, die überall dort, wo sich die Unterschlüpfe errichten, Verderben stiften. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Vetteln das Gleichgewicht entlang der Küste zerstören. Macht Jagd auf die Seevetteln. Wenn sie sich nicht in die naheliegenden Höhen herumtreiben, sollte sie... Ach, super, Silbertropfminen, da muss ich sowieso rein. Und hier wird auch von Vetteln geredet. Also hier ist Vettel... hier, Vettel-Referenzen aus Star Wars. Oh, nö. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Natürlich kann... Ah, doch, ich kann rein. Cool. Er ist schon 62. Da flappelt die Dinke. Der ist 63. Okay, das heißt, es ist wirklich so, dass ich hier Daily questen muss. Finde ich nicht gerade sehr ja, wie soll man sagen? Finde ich nicht gerade super toll, aber... Ja, ich habe, glaube ich, keine sehr allzu große Wahl, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, es gibt ja verschiedene Gebiete zum Glück. Das heißt, wenn wir hier alle Daily Quests gemacht haben, können wir erstmal ins nächste Gebiet rein und schauen, was da so läuft. Okay. Brauche ja nur hier ein bisschen was töten und hier jemanden retten, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Oder? Da. Der Gezeitmeister, genau, da war ja noch was. Da habe ich was vergessen. Einen entscheidenden Detail. Aber, wenn wir uns weiter ranhalten, kriegen wir heute mindestens die 61. Also, wenn wir das heute nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Schrifträume brauche ich nicht. Dolche brauche ich nicht. Ist alles nicht wertvoll. Ich habe eigentlich einigermaßen genug Geld, da brauche ich nicht... Okay, das geht ganz gut von der Hand. Die konnten nicht mal irgendwas machen, bevor ich sie weggesnazzelt habe. Okay, das waren schon mal das Echsenvolk auslöschen. Gezeitmeister muss ich noch holen. Okay, die halten doch schon mal wesentlich mehr aus. Oder auch.
Ich werde mich, glaube ich, nach die, das ist ja das Wasserelement sozusagen, Insel. Danach begebe ich mich zu Feuer und dann gucken wir mal, ob sich vielleicht neue Welten sich für uns erschließen.